Hallo, hallo. So, nach dem erfolgreichen Shooting, nehmen wir das mal an, geht es weiter in der Bildbearbeitung. Ich habe das Foto schon in Camera Raw geöffnet. Und naja, was ist mir wichtig, das wirst du dann später auch merken, vor allem die Schwarzwerte, dass hier das Klebeband, das Schwarz schön rot wird. Nachdem wir auch ein rotes Klebeband haben, okay, werde ich hier auch das Rot ein bisschen nachsättigen. Siehst du den Unterschied? Hier blass, bisschen mehr Rot. Ja. Dann standardmäßig die Objektivkorrektur, dass hier ein bisschen ausgebessert wird. Dann die Lichter drehe ich hier ein bisschen zurück. Dann hier mal ein bisschen nachschärfen. Ist aber schon ganz okay. Die Werte sage ich dir hier nicht an, es wird dir nicht viel bringen. Das sind so klassische Video-Tutorials, Photoshop-Tutorials, ja. Die werden dir immer Werte angezeigt, ja. Und diese Werte sind absolut abhängig von deinem Bild und wie du fotografiert hast. Ich fahre hier einfach nach Gefühl und so, wie ich es vom Geschmack her gerne hätte. Und ja, damit das hier, nachdem das in diesem Fall eine Schaufensterpuppe ist, aber auch sonst die Haut ein bisschen, wie soll ich sagen, für meinen Geschmack ein bisschen plastischer wirken sollte, drehe ich hier auch noch die Luminanz rauf. Ja, bis zu einem Grad, wo ich sage, wo dann die Kanten ausbrechen. Das gefällt mir hier schon mal ganz gut. Kleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Sieht man hier im Video nicht viel. Gut, dann öffnen wir das hier mal in Photoshop. Und weiter geht's in Photoshop. So, in Photoshop angekommen. Ich werde nicht auf jedes Detail oder jede Retusche eingehen. Ich möchte dir einfach wirklich ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie du solche Klebeband-Shootings dann mit Photoshop in den Griff bekommst. Schritt 1, ich dupliziere mir mal die Ebene. Taufe die mal Retusche. Was passiert bei diesen Tape-Shootings? Ja? Der Klassiker ist einfach, hier so kleine Fehler. Ich mache mir noch so eine kleine Hilfsebene hinein, dann male ich dir das mal rein, wo hier das Klebeband nicht sauber geschnitten wurde. Oder, ja, das gefällt mir vielleicht auch nicht, das könnte schöner sein. Hier, dann sind hier saubere, unsaubere Übergänge. Dann habe ich gesehen, hier bei der Schulter, ja genau, hier sind so Falten drinnen. Das kann man ausbessern. Und, naja, dann kommt der Klassiker, hier ist meine Schaufensterpuppe ein bisschen verletzt, also nehmen wir an, das Model hat irgendein Muttermal. Das werden wir natürlich auch weggeben. Und hier sieht man auch, hier sieht man noch die Klebebandstreifen hier drinnen. Und das hätte ich gern wirklich in einem einheitlichen Schwarz. Das werden wir noch ausbessern. Hier ist nicht sauber gearbeitet. Das hier ist zu markant und so weiter. Ja. Und dann kommt natürlich immer die heiße Frage, oft auch bei Models, die tätowiert sind. Ja. Wie kann ich jetzt da die Haut hier... Nehmen wir mal eine andere Farbe. Grün ist ja optimal. Die Haut hier unabhängig von den Klebestreifen hier retuschieren. Und vor allem, wenn ich komplett hier mit einer Hautretusche drüber möchte. Los geht's. Das blenden wir mal aus. Hier solche Kanten nehme ich sehr gerne. Das Schnellauswahlwerkzeug. Das hast du hier oben. Oder in dem Fall auch das Polygonlasser. Steuerung D hebt die Auswahl auf. Und dann kann ich hier mal eine saubere, gerade Auswahl treffen. Genau diesen Bereich, den ich gern möchte. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Und dann mit dem Kopierstempel oder dem Reparaturpinsel mit der Bereichsreparatur hier nur diesen Bereich retuschieren. Und schon ist diese Kante weg. Hier das Gleiche. Hier möchte ich sauber runtergehen. Nehme hier zum Beispiel den Kopierstempel. So. Hier passt mir die Farbe, ja, passt ganz gut. So, und das ist hier ein bisschen zu eckig, zu scharfkantig, ja. Das gefällt mir gar nicht. Ist natürlich von einem jeden Motiv abhängig. Nehme hier wieder die Bereichsreparatur. Und fahre hier drüber. Sieht ja schon gut aus. Hier dasselbe. Mal sehen, ob es klappt. Soll jetzt sogar so hergehen. Und ich glaube, hier wird sogar, gibt es ein super cooles Tool, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, die Inhaltsreparatur,
inhaltsbasiertes Ersetzen der Fläche. Und schon ist das Teil hier weg. Und hier vielleicht noch ein bisschen, ja, das hier noch ein bisschen ausbessern. Sieht doch schon besser aus. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich. Phänomenal. Dann, hier haben wir so Luftbläschen drinnen. Oder Luftbläschen sind einfach Falten vom Kleben. Das wird auch immer wieder passieren, wenn sich das Model bewegt. Werden auch immer Falten vorkommen. Die passe ich hier einfach mit, dem Bereichsreparaturpinsel. Das hier unter J. Bessere ich das aus. Und das klappt hier meistens sehr gut. Sind ja auch so kleine Spiegelpunkte drinnen. Und schon stört das nicht mehr. Wie genau du das machst, überlasse ich dann dir. Dir wird aber in Zukunft auffallen, wenn du dir andere Fotos ansiehst, wo hier die Ecken und Kanten sind. Hier zum Beispiel habe ich das Klebeband, ja, falsch, zu wenig abgeschnitten, wie auch immer. Hier werde ich das schwarz ergänzen, beziehungsweise das Klebeband hier einfach dazu malen. Und die Auswahl mache ich deshalb vorher, damit ich hier diese Kante dann schön habe. Sieht auch schon gut aus. Auswahl aufheben. Gut. Man sieht jetzt auch ganz grob, ich hoffe, das sieht man hier im Video. Ja. Die Kante hier ist jetzt viel schärfer als die ursprünglich war. Und da könnte man mal schauen, ob es der Bereichsreparaturpinsel kann. Ja, falls man den auch nimmt. Nicht den normalen Pinsel, nur die Kante. Genau, und ich ziehe hier nur die Kante ab und schon ist die Kante wieder schön weich. Ich bin aber auch schon bei 500% Vergrößerung. Dann, das bessern wir sowieso aus. Das war zu viel. Nein, das hat gepasst. Das bessern wir auch aus. Dann hier ist ein klassisches Eck, was raussteht. Müsste auch inhaltsbasiert gehen. Wunderbar. Hier genauso. Umschalt entfernen. Und dann löst sich das von selbst. Beziehungsweise ist das drinnen. So, der Klassiker. Frag mal einen Photoshopper, wenn er einen Tastaturbefehl kennt, wo das im Menü drinnen ist. Keine Ahnung. Aber doch, fällt mir gerade ein. So, hier. Bearbeiten, Fläche füllen. Und dann kommt hier inhaltsbasiert. So, dann gefällt mir hier das noch nicht. Die Schaufensterpuppe hat natürlich Beinchen, die zusammengesteckt sind. Das können wir auch entfernen. Fällt mir eine lustige Geschichte der Foto-Community ein. Ich habe mal meine Hildegard fotografiert, meine Schaufensterpuppe und ja, nur halt die Brust, die mit Klebeband verklebt war und ich wurde sofort gesperrt. Das war damals ein Lichttest mit einem Beauty-Tisch und einem Dauerlicht und wurde sofort gesperrt wegen Akt und Pornografie und erotischer Darstellung und naja, hat sich dann aber mit ein paar E-Mails dann geklärt und sie mussten dann selbst lachen, dass es sich um eine Schaufensterpuppe gehandelt hat. Das Hauptproblem war eigentlich, weil kein Modelvertrag mit dabei war. Ja, Bürokratie muss auch sein. So, dann geht es hier weiter. Ich möchte hier so eine schöne Spitze reinhaben. Das kann man dann wirklich auch mit Klebeband machen. Aber hier hat das, ja, nur fürs Tutorial nicht so ordentlich hingehaut. Hingehaut, ein total typischer Begriff laut Duden, hat nicht funktioniert. So, hier haben wir noch Luftbläschen drinnen. Sieht auch schon gut aus. Hier haben wir noch ein kleines Loch drinnen, warum auch immer. So, und wenn man hier zum Beispiel das in eine Linie bringen möchte, ich sage jetzt einmal so runter, funktioniert das hier ganz gleich. Ja, nehme wieder den Kopierstempel und passe mir diese Bereiche schön klein an und schon sieht so aus, als wäre das Klebeband
genauso geschnitten worden, ja. Und hier das letzte nach unten. Sieht doch toll aus. Das gleiche hier da drüben. Können wir auch hergehen. Hier eine Kante bilden. Diesen Bereich dann ausbessern. Für die feine Retusche kann man hier dann natürlich auch arbeiten mit Frequenztrennung, mit ja, jeden Mengen Möglichkeiten. Aber hier mal zum Herzeigen, damit du ein paar Techniken siehst. So. Sieht doch cool aus. Dann, was haben wir noch? Diese Falte nehmen wir heraus. Mal sehen, was passiert. Sieht gut aus. Hier wird es wahrscheinlich halt auch hin. Gut. Dann gibt es ja noch so Klassiker. Ich möchte jetzt ein Dreieck, weil hier fehlt mir einfach eines, noch reingeben. Ich nehme jetzt da das hier. Dupliziere mir das. Steuerung J. Und schiebe mir das jetzt nochmal rein. Und mit einer Maske blende ich mir das jetzt da aus und der Klassiker weißer Pinsel und weiße Maske funktioniert wie immer nicht. So. Und ich schaue ja auch, dass das Dreieck da nicht komplett gleich aussieht wie das da unten. Und jetzt transformiere ich das noch ein bisschen. Was nehmen wir hier? Verzehren. Ja, das wird ja, denke ich mal, so ein bisschen dazu passen. Und schon haben wir ein Dreieck mehr, was gut zur Haut dazu passt. Noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, und so geht es dann weiter. Dann hier diese Kanten, diese Klebekanten, einfach mit der Bereichsreparatur. Die verschwinden wunderbar. Sieht auch gut aus. Hier überlappt es sich noch. Da ist noch eine Kante. Das passiert, wenn man nicht auf den Foto-Hintergrund achtet. Sieht auch okay aus. Hier haben wir noch eine Telle drinnen vom Bein. Hier der Navigator, damit du siehst, wo ich bin. Ja, das ist mal fürs Erste ganz okay. Die Hildegard selbst sieht ein bisschen zerstört aus. Aber ist halt mal eine Schaufensterpuppe. So, ist das Rot noch etwas drinnen? Ach, da sind noch ein paar Sachen. Das wird hier noch ausgebessert. Das gefällt mir auch nicht. Es geht natürlich auch ohne, dass du vorher eine Auswahl triffst. Sieht ganz okay aus. Das noch weg. So, hier das Bild als Ganzer. Speichern wir mal. Ja, vorher, nachher. Hier hat sich einiges getan. Hier mal im Detail. Da ist ganz schön viel passiert, ja. Dann ist das nächste hier, diese naja, nachgeklebte Unterhose hier. Sieht hier alles noch sehr flau aus. Hier verwende ich ganz schnell eine Tonwertkorrektur. Die ist hier. Und sag bitte schwarz, die Schwarzwerte, du bist schwarz. Und schon sieht das Bild doch gleich viel knackiger aus. Hier mal im Detail. Ich hoffe, das kommt hier im Video rüber. Ja. Davor, danach. Viel besser. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich dupliziere mir, oder ich mache mir eine neue Ebene aus allen darunterliegenden Ebenen. Das ist Windows Steuerung, Umschalt, Alt und E, der Fingerbrecher. Und jetzt da möchte ich nur die Haut retuschieren. Ja? Ich habe jetzt schon eine Standardvorgabe, Hautretusche. Es ist nichts anderes als matter machen mit einem matter machen Filter, Hochpassfilter, invertiert und so weiter. Da findest du unter Haut matter machen oder abpudern auf YouTube jede Menge Tutorials. Wenn ich jetzt da sage, ich will das jetzt da nur auf die Haut anwenden und ich male hier rein, ja, das wird eine
freakelige Arbeit ohne Ende. Funktioniert einfach nicht. Ja? Jetzt der Tipp. Und dasselbe funktioniert auch mit Tattoos, wenn sie einfärbig oder bunt sind. Ich kann mir eine Auswahl, einen Farbbereich auswählen. Und jetzt kann ich ganz einfach überlegen, der Hintergrund ist weiß, das Model hat eine Hautfarbe, ja, und der Rest ist schwarz. Und schon sehe ich hier, wunderbar. So, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich war hier auf meiner Hautretusche drauf und die sieht nur so aus. Ja, und hier tue ich mir ein bisschen schwer, auf dieser Ebene eine Auswahl zu treffen. Wunderbar, lassen wir drin. Ich habe hier alles auf einer neuen Ebene. Mache hier nochmal meine Hautretusche. Gibt es auch als Aktion, kannst du direkt herunterladen. Und wähle mir jetzt aber diese Ebene hier darunter aus und gehe jetzt wieder auf Auswahl, Farbbereich. Ja, und jetzt funktioniert das auch. Das sind so die klassischen Fallstricke. Und jetzt nehme ich da den ganzen weißen Hintergrund dazu und auch noch die Hautfarbe vom Model. Und schon fällt auf, je mehr ich hier klicke, dass nur mehr die Flächen mit dem Klebeband übrig bleiben. Hier noch mit der Toleranz ein bisschen runter. Ja, das sieht schon ganz gut aus, mit ein bisschen rumklicken. Hier bleibt wirklich nur das Klebeband übrig und der Hautton ist ausgewählt. Und jetzt gehe ich auf eine Hautretusche, drehe die Farben um, entfernen und wende jetzt meine Hautretusche nur, genau umgekehrt, Steuerung I, auf die Haut an. Die Hildegard hat schon so eine reine Haut, da fällt das gar nicht mehr auf. Ja, aber du siehst es hier in der Maske drinnen, hier sind wirklich nur die Klebebandstreifen ausgewählt. Und die kannst du hier dann bei Bedarf auch ein bisschen nachmalen, so wie hier ist ganz sicher Klebeband. So, hier ist ganz sicher keines, das ist die Schulter und so weiter. Und die Maske kannst du dann ja auch im Detail noch anpassen. Gut, das war mal das. Und der letzte Schritt, den ich meistens mache, weil er einfach Spaß macht, ich gebe alles wieder auf eine neue Ebene, taufe diese ACR, Adobe Camera Raw, gehe auf Filter, Camera Raw Filter und dann kommt eigentlich das Finishing immer. Ich mache das hier wieder groß. Ich bin gerade bunt aufgelegt. Schau mal, was hier passt. Irgendwas Kühles. Ja, so blau, türkis ist cool. Das geben wir hier. Die Tiefen. Die nehme ich ja in einem eher dunkelblau. Schwarz und blau wirkt auch sehr gut. Mal sehen, was hier noch für ein eher was Kühleres gefällt mir gerade. Ja, jetzt kommt bald der Winter wieder. Auch gut. Farbtemperatur. Ja, sieht auch gut aus. Bisschen mehr Kontrast. Bisschen mehr Schwarz. Belichtung ist ganz okay. Bisschen eine Vignette noch dazu. Sieht ja krass aus. Was gibt es hier noch? Was können wir noch machen? Schärfen, ja. Das finale Schärfen, hier gebe ich noch ein bisschen mehr Gas, noch ein bisschen mehr Luminanz rein. Sieht viel plastischer aus. Was haben wir noch? Tiefen, knackiger, sieht gut aus. Lichter, ein paar Glanzlichter rein. Oh, cool. Ein bisschen Dunst entfernen und zwar ein bisschen weicher machen. Gefällt mir gut. Ja, das war's jetzt eigentlich. Die schnelle Bearbeitung, Quick and Dirty, hier siehst du nach vorher, nachher, vor allem im Detail, hier, vorher und danach. In diesem Sinne, bleib kreativ, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao!